Wir stehen hier an der Stelle, an der Brigitte Reimann am 6. Januar 1960 nach Weißwörde kam und hier eingezogen ist und hier dann ihre produktivsten Jahre und auch wirksamsten Jahre, die ja immer noch zu kurz waren, aber bis 1968 hier gelebt hat in dem Haus. Und wie fand jetzt sozusagen der Platz, wo wir hier stehen, oder die Wohnung Eingang in die Literatur? Welche Rolle spielt das in den Tagebüchern oder vielleicht auch Büchern? Das werden wir gleich hören. Und Sie leiten richtig ein, denn Frau Potowski und meine Frau werden jetzt mal zweimal lesen, wie heute die Brigitte Reimann in Ankunft in Hoyerswerda in Literatur umsetzt. Recher blickte sich um. Der Bahnhof war grau und schäbig und spärlich erleuchtet. Dünner Regen stäubte und verwischte die Umrisse der Gebäude. Sie war enttäuscht. Sie hatte sich den Eingang zu dieser jungen Stadt anders vorgestellt. Großartiger, glänzender. Gegen 11 zerfaserte die Wolkendecke und die Felder flimmerten unter der Sonne in einem starken blauen Licht. Auf einer Station, die ihren Namen schon zweisprachig anzeigte, stiegen 3 alte Bäuerinnen zu, tonnenrund in einer Unzahl von schwarzen, knöchellangen Röcken und mit grünwollenen Kopftüchern, ausladend wie die Flügelhauben der Nonnen. Sie hielten ihre Deckelkörbe auf dem Schoß auf der grünen Halbschürze, blickten vor sich hin und unterhielten sich gemächlich mit langen Pausen in einer Franziska unverständlichen Sprache. Hier vorne von uns aus das erste Fenster oben, das war ihr Zimmer, aus dem sie rausgeguckt hat, wir werden es gleich hören. Das nächste war das Zimmer von Kietschmann und hinten die Küche. Franziska ging von Tür zu Tür in ihrem Aufgang des Hauses und stellte sich vor. Einem jungen Ehepaar, beide rund und rosig und einander ähnlich wie Geschwister. Einer schwangeren Frau, die einmal sehr schön gewesen sein musste, umdrängt von 4 Buben, während sich 3 schöne, schon etwas zu üppige Mädchen im Hintergrund hielten und noch weiter zurück in der Tiefe des Korridors ein Männlein, stumm, dürr und klein, als wäre er das 8. und schüchternste Kind der Familie. Landauer winkte Franziska an die Brüstung. Zu ihren Füßen erschreckte sich ein 200 Schritt langer und 30 Schritt breiter Anger, eine kahle, verschneite Rasenfläche mit den kreuz- und quergesteppten Nähten von Fußspuren zwischen Häuserblöcken, deren Dächer grau-weiß mit der Farbe des Himmels verschmolzen. Franziska folgte seiner Einladung nur aus Höflichkeit. Sie erwartete eines dieser Provinzwunder, die nur den Heimatforscher und treuen Sohn seiner Stadt bewegen. Sie faltete die Hände, als sie den restaurierten, ganz in Weiß strahlenden Saal betrat. Er war nicht groß, aber von vollkommenen Proportionen. Immerhin, er konnte ein Turmzimmer vorweisen, in dem Napoleon auf der Flucht aus Russland übernachtet hatte. Schlittengeläut in einer Winternacht, Diener mit Windlichtern, die dem kleinen Kaiser leuchten, als er die Treppe zum Turmzimmer emporsteigt. Jeder kennt das feiste weiße Gesicht, die Haarlocke unterm Zweispitz. Und der Kaiser ist allein, nur von einem Adjutanten eskortiert. Schläft er ruhig diese Nacht im preußischen Grenzland? So viel ist sicher. Er schläft unbehelligt. Die guten Bürger von Neustadt stehen Wache für den Flüchtling. Am nächsten Morgen reist er ab.